So, willkommen zurück zu Metro 2033, Folge 22 mittlerweile schon. Und wir haben hier bei Klaus aufgehört. Klaus, ja. Ihr wisst, welchen Klaus ich meine. So, und jetzt muss ich erstmal kurz schauen. Ich habe jetzt schon länger nicht mehr Metro gespielt. Ich hatte jetzt eine längere Pause. Ich muss jetzt erstmal wieder... Oh Gott, ich habe mich jetzt gerade so ein bisschen erschrocken über meinen eigenen Schatten. Da war irgendwie was gewesen, wir kamen nicht weiter, das weiß ich noch. Irgendwie sind wir hier hängen geblieben. Oh, hallo Klaus! Klaus, du bist hässlich, das weißt du auch. Ja? Ich heiße Klaus und stehe vorm Haus. Hast du einen Mundgeruch, Klaus? Du hast Mundgeruch. Hier verkistel ich nochmal die Waffen? Achso, okay. Ich weiß gar nicht mehr, wo müssen wir denn... Ach ja, mit dem Kompass war das ja gewesen, genau. Jetzt muss ich nochmal kurz schauen, wo wir hin müssen. Ich glaube, wir müssen hier lang. Kann das sein? Aber hier ging es doch gar nicht weiter. Jetzt zeige ich da wieder... Hä? Oder müssen wir irgendwie durchs Fenster? Nee, wir müssen auf jeden Fall da in die Richtung, aber irgendwie... Oh, ein Medipack. Ah nee, Mun. Mun haben wir gefunden. Ich muss mal gucken. Ich gucke jetzt irgendwie ein bisschen anders. Ich habe es nämlich ein bisschen... Ich habe es... Ich habe es nämlich ein bisschen umgestellt. Meine Kamera steht... Meine Facecam steht nämlich ein bisschen anders. Ihr merkt, ich gucke jetzt auch ein bisschen gerade zum Bildschirm. Problem an der ganzen Chose ist nur, dass ich, waren wir hier schon drin? Geh weg, Klaus! Klaus! Klaus, lass mich in Ruhe! Wo muss ich hin? Hier sind zwei Kläuse! Zwei Kläuse! Wir sollten uns definitiv ein wenig hier beeilen, hier durchzukommen. Bei, Bibliotheken, Klaus. Ja, ist doch okay. Du hast Mundgeruch. Und du sollst vielleicht auch mal zum Zahnarzt, also... Wir mal gucken. Oh, jetzt habe ich wieder ein neues Thumbnail für, neues Thumbnail für die Folge. Oh nein, jetzt geht die Batterie auch noch aus. Nein. Nachladen. Wie war denn nochmal nachladen? So, ne? Genau. Ich soll vielleicht mal meine Uhr in die Nähe rücken, weil sonst sehe ich gar nichts, mein Timer. So, jetzt mal eben kurz schnell schauen. Wir müssen in die Richtung. Laufe ich jetzt... Aua! Laufe ich jetzt richtig? Ich laufe doch vollkommen falsch schon wieder. Das gibt's doch nicht. Wo muss ich denn hin? Geh weg, Klaus! Geh weg, Klaus! Geh weg, Klaus! Klaus, geh weg! Geh weg! Geh weg! Sei lieber Klaus! Sei ein lieber Klaus! Sei ein lieber Klaus. Sei... Aua, sei ein lieber Klaus. Sei ein lieber Klaus. Ich guck dich an. Ich guck dich an. Wir sollen den Klaus hier anschauen. Aber aua, irgendwie passiert da nichts. Geh weg. Geh weg, Klaus. Geh weg, Klaus. Du hast Mundgeruch und alles überhaupt. Aua. 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 Okay, wir werden sterben. Wir werden sterben. Wir werden sterben. Ey, das gibt's doch nicht. Was ist das für ein Kack-Level? Was ist mit Klaus los? Ey, das gibt's doch nicht. Wir müssen auf jeden Fall in diese Richtung... Aber gehen wir mal hier runter. Hier kommen wir nicht durch, ne? Nein. Aua, 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 aua. Klaus? Ab mit dir. Ab mit dir, Klaus. Klaus, geh sofort, geh sofort los, ab mit dir. Ich habe gesagt, ab mit dir, Klaus, geh wieder Bücher lesen, ja. Ab. So ist brav. So, ich muss ja in die Richtung mal gucken, da ist ja Klaus. So. Okay, jetzt konnte ich die Hölzer wegmachen, aber... Okay, aber ich kann die Tür nicht aufbrechen. Wow, 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 wow.
Ich weiß partout nicht, wo lang wir müssen. Das gibt's gar nicht. Oh, ein rotes Telefon. Chef, gehen Sie bitte ans rote Telefon. Wir gucken ihn noch an. Was ist denn mit Klaus los? Das gibt's doch nicht. Klaus, du stehst vorm Haus. Alle stehen vorm brennenden Haus, nur nicht Klaus. Der schaut raus. Ja, du hast Mundgeruch. Und du hast Karies. Aua, 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 aua. Guck, geh weg. Geh weg. Sag mal, gibt's denn sowas? Wir müssen halb schräg rechts lang. Finde einen Weg ins geheime Militärarchiv. Finden Sie Dokumente über D6. Finden Sie die Dokumente über D6 wahrscheinlich? Mein Gott, Klaus, geh weg. Klaus, geh weg. Es fängt schon wieder an zu jucken bei mir. So, jetzt aber ganz schnell schleunigst hier weg. Ey, das gibt's doch nicht. Wo muss ich denn hin? So, vielleicht mal hier nochmal durchgehen. Aber hier war ja auch... Ah, ne, hier war keine Sacke. Lag hier noch was? Ich sehe schon, komm, wir werden nicht scheitern an Klaus, sondern wir scheitern wahrscheinlich am Filter. Aber wir... Wow, 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 Klaus ist schon wieder hinter uns. Na? Ich guck dich an. Sei ein braves Kläuschen. Klaus. Ab. Ab. Ab mit dir. Ab. Ja, ab mit dir. Ich muss Batterie laden. Ja. So. Und ja, und du gehst hier. Du gehst ab. Ab mit dir. Aua! Was hat. Was. Was soll das denn? Also langsam habe ich keinen Bock mehr auf Klaus. Das gibt's doch nicht. Also, schauen wir nochmal. Ich werde nochmal hier runter gehen. Denn da war gerade die Tür. Können wir denn hier irgendwie eine Tür aufschießen? Nee, gar nicht. Okay. Hier kommen wir wieder nach oben. Schauen wir doch mal, wo uns das der Kompass hinzeigt. Aber von hier waren, hier sind wir gerade gekommen. Hier sind wir ja klar. Aber warum spawnt uns das Spiel hier? Müssen wir dann... Also ich bin so ein bisschen verwirrt. Wir werden wahrscheinlich etliche Male hier sterben. Gehe ich ganz stark von aus. Ist mir aber auch im Moment total egal, weil ich will einfach erstmal nur wissen, wo es weitergeht. Es kann doch nicht sein, dass wir hier... Mein Gott, geh doch weg! Oh, super! Waren wir da in der Tür schon? Klaus? Geh weg. Ja, hier waren wir schon. Shit, so ein Mist aber auch. Mein Gott, Klaus, geh weg! Uah, oh, hier fliegen die Bretter! Huch! Aua, au, 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 au! Klaus, geh weg! Geh weg! Geh weg! Gibt's... meine Güte, kann ich nicht die Tür zumachen? Ach, gibt's doch nicht! Wir werden schon wieder sterben. Wir werden wieder sterben, weil ich einfach den Ausgang nicht finde. Das gibt's doch nicht. Ja, mach fertig. Mein Gott, Körperklaus. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Körperklaus. So. Das kann doch nicht sein. Das gibt's doch nicht. Also ich... Und wieso spawnt uns das Spiel immer hier? Weil im Prinzip geht's doch unten eh nicht weiter. Mal ganz schnell rennen jetzt hier. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Da ist auch eine Tür. Da kommen wir aber, glaube ich. Oder? Kommen wir da durch. Ich frage mich, warum wir die Hölzer wegmachen können. Das bringt uns ja im Prinzip erstmal gar nichts. Das Navi zeigt jetzt. Das Navi, sage ich schon. Das Navi zeigt uns jetzt in welche Richtung, genau. So, erstmal hier lang. Navi zeigt uns... Jetzt zeigt... Geh sterben. Geh sterben. Mein Gott. Jetzt haut er uns noch hier in die... In die
die Eier, wollte ich sagen. Geh weg! Geh weg! Ey, wo geht's denn hier lang? Sag mal. Jetzt brauche ich eine ganze Folge wahrscheinlich, um zu wissen, wo es lang geht. Während Körperklaus sich immer noch nicht entscheiden kann, ob er Mundgeruch hat oder nicht. Und Karies. Aber naja, gut, das ist. Vielleicht schneide ich die Folge auch und sag einfach, so, jetzt bin ich da. Weiß ich aber noch nicht. Meine Güte, was ist denn jetzt los? Sag mal, jetzt nervt's ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es nervt ein wenig. Körperklaus nervt, definitiv. So, jetzt bin ich auf dem Klo. Oh, Munition. So, jetzt sind wir wieder am Anfang quasi. Und ich kann hier keine einzige Tür öffnen. Ja, Klaus, ich weiß. So, jetzt mal kurz Navi gucken. Navi, zeig nach hier. Gehen wir mal hier runter. Jetzt sind wir wieder hier. Das gibt's doch nicht. Ich laufe partout im Kreis. Es ist echt ein Ding. Das kann doch nicht sein. So, also nochmal nach Navi gehen. Also, da unten war falsch. Also erstmal logisch ablaufen jetzt alles hier. Hier unten vielleicht? Hier unten vielleicht? Nein, hier ist wieder Sackgasse. Aber jetzt zeigt das Navi wieder in die andere Richtung. Was soll das denn? Mein Gott, Klaus. So, schnell gucken, wo das Navi jetzt hinten ist. Navi. Vor allem auch das Navi. Der Kompass hin. Jetzt zeigt der Kompass hier lang. Hä? Ja, Bip. Ich schnall das nicht. Bin ich zu dumm, einfach den Ausgang zu sehen? Hä? Das kann doch nicht sein. Also da wissen wir schon mal, ist... Ja, ist okay, Klaus. Oder hat das was vielleicht doch mit Klaus zu tun? Aber wir können ihn ja nicht töten. Geh weg, Klaus. Du hast Karies. Ich möchte mich nicht anstecken. So. So, also ganz schnell mal eben kurz auf den gucken. So, jetzt zeige ich das Navi hier lang. So. Aber da unten geht's ja nicht weiter. Oder habe ich mich da, oder vergucke ich mich hier irgendwo? Gibt's hier vielleicht einen Geheimeingang, den ich übersehe? Jetzt zeigt's wieder nach da. Hä? Hier vielleicht, bei dem Regal? Das sieht so verdächtig aus. Nee. Ich schnall das irgendwie nicht. Vielleicht ist es doch oben irgendwo. Und vor allem, warum kann man hier weiter? Ja. Da müssen wir, glaube ich, vielleicht irgendwie lang. Wie kommen wir denn... Hä? Waren wir hier schon drin gewesen? Vorhin waren wir... Zwei Gläuse. Da hinten kommen wir lang, kann das sein? Und jetzt steht Klaus genau im Weg. Klaus Nummer 1. Körperklaus. Jetzt bastel ich hier schon 14 Minuten rum. Och nein. Na und hier komme ich nicht durch. Boah, das gibt es nicht. Das ist so zum Kotzen jetzt gerade. Das gibt es nicht. Wisst ihr was? Ich werde die Folge jetzt hier mal kurz schnibbeln und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich werde es mal kurz in der Pause, werde ich jetzt mal ganz schnell mal schauen, wie es da weitergeht. Ja? Also, bis gleich. Ihr seht's, ich hab's geschafft. Aber da ein größeres Problem. Die Körperkläuse, die müssen gerade, oder?
Der Klaus. Der Klaus. Aus die Maus mit dem Klaus. Aus die Maus mit dem Klaus. Hm. Und zwar, bevor ich jetzt hier weitergehe, die Gittertür, die wir immer durchgegangen sind, das war schon richtig. Da mussten wir dann anschließend, hätten wir einfach nur, einfach nur weitergehen können. Aber Klaus stand immer im Weg. Da war noch ein Türrahmen und dann ein größer Raum. Ist gut, Klaus. Ist gut. Und da war einfach ein größerer Raum, wo dann auch ein Fahrstuhl war, wo wir reingehen müssen. Und dann kommen wir dann hier hin. Ja. So, jetzt muss ich schauen, wo wir lang müssen. Na, hier zeigt das, der Kompass hin, aber das ist totaler Quatsch. Unsere Batterie ist schon wieder alle. Also, weiter geht's hier bei Metro 2033. Willkommen zurück. Ah, lange hat's gedauert. Mussten wir jetzt echt uns anstrengen. Naja, egal. Aber Hauptsache, wir sind jetzt erstmal auf dem richtigen Weg. Das Untergrundlager war ein furchteinflößender Ort. Und ich hatte keine Idee, wo oder was ich suchen sollte. Aber ich wollte nicht daran denken, dass meine Bemühungen nichts brächten. Es wird definitiv wieder mal eine längere Folge. Kann man von ausgehen. Die werde ich wieder, so wie Folge 19, wieder länger, kann man den jetzt umbringen, weil der so anders aussieht? Nein, kann man nicht. Und ich werde auch direkt sterben. Ich werde auch direkt sterben. Direkt am Anfang. Wie cool ist das denn? Boah, geil. Ja. Das gibt's doch nicht. Ort. Da kommt direkt ein Körperklaus an. Ich kann mich noch niemals umsehen, ey. Aber mich juckt's. Und mich juckt's. Und mich haut schon Körperklaus. Das gibt's doch nicht. Klaus! Ach, das ist ein anderer Klaus. Das ist bestimmt Klauseline. Klauseline. Na du? Na du? Du bist aber ein feiner. Du bist ein ganz feiner. Ja, du bist ein ganz, ganz feiner. Ja. Du hast ein wenig Mundgeruch. Du hast ein wenig Mundgeruch. Ein wenig Mundgeruch. Gehst du wohl in deine Ecke? Sei ein braver Klauseline. Sei eine brave Klauseline. So. Wir müssen also in die Richtung, wo er jetzt läuft. Ist natürlich nicht schön, weil ich nicht weiß, wie er jetzt reagiert. Der stützt sich sogar immer mit seinen zwei Fingerchen ab. So, weg ist er. Sehr schön. Ich werde mich auch hier nicht großartig umsehen, weil ich nicht schon wieder sterben möchte. Das heißt, ich werde direkt durchmarschieren. Wow, das war knapp. Oh, oh, oh. Munn gefunden. Munn. Wow! What the fuck? Was? Oh, okay. Und hier ist Strom. Ich dachte, das wäre ein Fahrstuhl in der Mitte, aber das ist kein Fahrstuhl. Aber hier sind Fahrstühle, oder? Ach, jetzt sind wir... Oh nein. Nein, bleib da. Klaus, bleib da. Klauseline, bleib da. Klauseline. Klauseline. Ich glaube, es wird ein schönes Thumbnail. Klauseline. Für diese Folge. Wir lernen Klauseline kennen. Die Schwester von Klaus. Meine Güte. Ey, das gibt es nicht. Das ist so dämlich. Und ich weiß nicht, wo es lang geht. Ich weiß nicht. Doch, ich weiß. Hier geht's lang. Hier geht's lang. Hier geht's lang. Hier geht's lang. Oh, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, Klauseline. Geh weg, Klauseline. Geh weg, Klauseline. So. Klauseline. So, wo lang jetzt? Ah, da hinten wahrscheinlich. Hoffentlich verfolgt... Aua! Hoffentlich verfolgt uns Klauseline hier drin, nicht? Aua! Doch, verfolgt uns. Okay. Das heißt, wir sollten hier schleunigst zusehen, dass wir hier wegkommen. Boah, ist das ein cooler... Cooler Effekt. Meine Güte. Klauseline, 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 Line, 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 Line. Wie gesagt, ich würde mich so gerne hier umsehen, aber dadurch, dass uns... Uah! Aber da uns Klauseline hier im Weg steht, ist es nicht schön. Habe ich keine Zeit dafür gerade. Uah, 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 uah. Seid mir nicht böse drum, dass es jetzt gerade so schnell durchrenne, aber
Ich kann die ja nicht angreifen und angucken bringt ja auch nicht mehr so viel. Man sieht's ja. Die greifen mich ja trotzdem an. Ich hoffe, ich gehe richtig, aber anscheinend sieht es so aus, als würde ich richtig laufen. So. Dümm. Hoppala. So. Kannst du nicht weiter schlafen? Du sollst weiter schlafen. Klauseline, schlaf weiter. Der haut uns jetzt. Der haut uns jetzt. Ich sehe schon, der haut uns jetzt. Ja, fein. Du bist ein ganz fein. Ja, ganz fein. So, ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich habe keine Zeit. Aua. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Klauseline, ich habe... Oh nein. Nein, 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 nein. Ja, toll. Muss ich hier noch einen Code eingeben oder was? Sei eine brave Klauseline. Aua, aua, aua. Nein, ich habe kein Medipack mehr. Nein! Ich hoffe, das Spiel hat... Oh Gott. Ich hoffe, das Spiel hat einen schönen Speicherpunkt für uns ausgewählt. Weil ich habe keine Lust, das jetzt von vorne zu machen. Und wir haben null Medipacks. Mein Gott. Wir waren so gut ausgerüstet. Das gibt's doch gar nicht. Oh, nee. Ja, ja, ja. Ist gut, Klauseline. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist okay. Ist okay. Boah, hier lang ist auch falsch, hier lang ist auch falsch, hier lang ist auch falsch. Und hier lang ist auch falsch. Bleib da. Oh. Hä? Ich bin doch schon wieder unten. Oh, jetzt geht das schon wieder los. Oh nein. Jetzt geht schon wieder die Suche nach dem Ausgang los. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin ja kein Freund davon, dass ich Folgen schneide. Also ich zeige immer alles, was passiert, ja. Auch die Fails, weil dafür spielt man das ja und alles. Und dafür lohnt es sich ja für euch zu gucken. Aber dass wir schon wieder hier zwei Klauselines haben hier, das... Aber wo ist denn hier der scheiß verkackte Ausgang? Hier kommen wir ja runter. Und hier ging es auch nicht weiter, oder kamen wir... Ich komme hier nicht weiter. Da müssen wir wahrscheinlich lang. Aber. Oder ist hier die Tür offen vielleicht? Ja, 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 mach die Tür auf, mach die Tür auf. Mach die Tür zu. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wir haben, glaube ich, das Archiv gefunden. Oh, ist ja klasse. Yes. Meine Güte. Da ist das Dokument, oder? Nein. Wo ist das scheiß Dokument? Wo ist das scheiß Dokument? Das könnte richtig sein. Nein, auch nicht. Scheiße! Verdammt, wo ist das Drecksdokument? Da ist es! D6! Das Dokument heißt D6 und Schublade heißt auch D6. Anstatt ich da erstmal nachschaue. Naja. So, gefunden? Jetzt sag mir nicht, wir müssen jetzt wieder komplett den ganzen Weg zurück. Oh nee, ich dachte, wir hätten es hinter uns. Ah, auf einmal ist die Tür offen. Guck an. Und da war sogar eine Sicherheitsschleuse. Ich hatte die D6-Dokumente gefunden, aber Miller war nicht zurückgekehrt. Ohne seine Hilfe war ich mir nicht sicher, ob ich lebendig aus der Bibliothek herauskam. Aber alles hing davon. Ob ich aus der Bibliothek rauskam? Ja, schauen wir doch mal, ob wir aus der Bibliothek rauskommen. Das sieht schon mal sehr, sehr vielversprechend wieder hier aus. Ich hoffe, Körperklaus und Klauseline. Klaus und Klauseline haben wir, glaube ich, geschafft. Boah, cool, es ist Nacht geworden. Aber ob das so cool ist, weiß ich nicht. Was? Geh weg! Geh weg! Ja! Darf ich da jetzt mitfahren? Wo willst du hin, Mann? Für 50 Kugeln. Wohin? Bring ich dich. Du ja. Hast es also geschafft, Artyom. Ich hatte Ach, Zweifel, echt? Um ehrlich zu sein.
Ja, Klaus und Klauseline. Okay, steig auf. Wo geht es denn hin? Zur Kirche. Artyom, klingelt es bei dir, wenn du den Namen Khan hörst? Er hat uns geholfen, dich zu finden. Khan? Ich weiß noch immer nicht, wie er das geschafft hat. Khan lebt doch noch? Okay. Hey, wie... Ja, ein bisschen Musik. Russische Polka. Machen Sie sie an. Was hüpft er denn hier so? Aber coole Lautsprecher. Coole In der Zwischenzeit schaue ich mir mal die Dokumente an. Sehr schön. Die du mitgebracht hast. Schaue ich mir die Dokumente an, die du mitgebracht hast. Ich wurde beauftragt, den Funk. Huch, ich hab gedacht, wie klein bin ich denn jetzt? Unsere Hoffnung war es, die Regierungsbunker über den Ural zu kontaktieren. Aber diese Bunker hatte es als erstes erwischt. Anfangs wurden keine zivilen Ziele direkt beschossen. Und niemand hatte geglaubt, dass dies der Krieg wäre, der alles beendet. Und während ich den Funk überwachte, habe ich am Anfang auch viel seltsames Zeug gehört. Das hört man immer. Sibirien war still. Boah, was ein cooles Fahrzeug. Einschließlich der Oh, der hackt Holz da hinten. Ich kann gar nicht springen. Ich kann auch noch rennen, kann ich? Niemand konnte glauben, dass es Moskau nicht mehr gab. Was guckst du? Die Mannschaften baten mich nachzuprüfen, ob ihre Familien zu den Überlebenden gehören. Cooles Nachtsichtgerät. Aber ich konnte nichts tun. Oh, ein Metrobuch. Yay, was zu lesen. Wie cool ist das denn? Ein neuer Eintrag. Kirche nicht eingesammelt. Also haben wir zwei Einträge im Archiv. Ja, im Archiv war noch was gewesen. Ja, toll. Als ob ich da jetzt bei Klaus und Klauseline mal eben nachschaue. So, Eintrag 2. Warum eine Kirche? Wegen der Stabilität ihrer Mauern? Oder weil Millers Kämpfer glauben, dass sie dort besser beschützt sind? Besser als überall anders? Fragezeichen? Egal. Es ist seltsam, dass selbst jene, die fast auf beiden Beinen stehen, dem Tod ins Auge blicken und allem Anschein nach so ziemlich daran gewöhnt sind, trotzdem den Schutz des Himmels suchen. Ranger sprechen nicht davon, aber ich habe gesehen, dass viele von ihnen Kruzifixe unter der Kleidung tragen. Ich habe auch gehört, wie jemand sagte, dass die Welt nach der Apokalypse umgestülpt wurde. Dass die Hölle nur im Himmel ist und die Menschen nur da Zuflucht suchen, wo zuvor die Hölle war. Okay. Deshalb gibt es an der Oberfläche vermutlich keinen besseren Schutz als die alten Kirchen. Ich verstehe nicht viel davon, aber diese Ikonen und Fresken, die die Kirchenwänden zieren, rufen selbst in mir eine Art Ruhe hervor. Als wenn wir die Sünder, die die von Gottes Hand geschaffenen Welt zerstören, noch immer auf Absolution hoffen dürfen, noch immer um Rettung beten können. Ja, die Kirchenmauern, die sind... Aber ich wusste gar nicht, dass eine Kirche eine Garage hat. Naja, gut. In Metro gibt's alles. So, bevor ich jetzt... Ja, ja. Ich bin Wladimir. Mach ich. Ich brauche nämlich ganz dringend und ganz schleunigst... Ach, das umsonst? Das ist aber praktisch. Aber oh, wie cool ist das denn? Das ist alles so... Ah... Zeug wie dieses findest du in der Metro nicht. Sehr schön. Modernste Militärausrüstung. Verschiedenes. Okay, da haben wir eigentlich immer noch das dieses leichte MG-Magazin fasst den Wochenlohn des Rangers und ermöglicht eine längere Schussdauer mit weniger Nachladen. Kostet mich gar nichts. Nehmen wir einfach mal. Passen wir auch mal die an hier. Okay, das ist Laservisier. Schalldämpfer. Zweifachoptik nehmen wir. Wenn es was umsonst ist, nehme ich mit. Was haben wir denn noch da? Haben wir da noch ein paar Waffen irgendwie rumfliegen, die wir... Was war hier? Ah, ja, natürlich. Nehmen wir alles mit. So.
Wow. Hallo, Artyom. Hi. Na? Ich bin da fleißig. Ich mache Übungen, wie du siehst. Ja. Und immer perfekt. Ich bin ein fleißiger Holzhacker, Holzfäller, Holzfäller. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hallo, hallo, hallo. Wow, cool. Wow. Jetzt wird's aber ganz schön stimmungsvoll hier. Oh, da liegt schon wieder Metrobuch. Das nehmen wir mit, definitiv. Ich sehe es blinken. Oh, guck mal, wer da ist. Unser Genghis Khan ist wieder da. Hallo, Artyom. Ich sagte doch, wir sehen uns wieder. Da hast du wohl recht. So, wir haben einen neuen Eintrag. Werden wir eben schnell aufs Tagebuch wechseln. So, Khan. Ich schulde ihm alles. Wenn er nicht gewesen wäre, würde ich jetzt nicht in diesen Tunneln mit den Anomalien verrotten. Würde ich jetzt in den Tunneln mit den mein Gott. Anomalien verrotten. So. Ohne ihn hätte ich die Bibliothek niemals erreicht. Wenn er nicht gewesen wäre, würde Miller mir niemals Beachtung schenken. Ich weiß wirklich nicht, welche Sorte Mann er ist. Ich weiß nicht einmal, ob er überhaupt ein Mensch ist. Ja, Hunter hat mich auf diesen Weg geschickt, aber Khan ist derjenige, der ihm mit mir geht. Er ist seltsam, aber selbst Millers Untergebene, die keine andere Autorität als die ihres Oberst anerkennen, achten diesen wandernden Philosophen und glauben an ihn. Er besitzt eine geheimnisvolle Macht über andere Menschenseelen. Ich wünschte, ich könnte ihn noch einmal treffen. Ich habe zu viele Fragen, die mir sonst niemand beantworten kann. Es ist schon ein sehr... Eine hübsche Basis, die Ranger sich geschaffen haben. Ich habe gehört, dass die Polis dir nicht geholfen hat. Und jetzt? Bleibst du still, wirst du zu einem Ranger. Schau dir deinen Weg genau an, Artyom. Und denke daran, wie er enden könnte. Du erntest, was du säst, Artyom. Gewalt führt zu Gewalt, Krieg zu Krieg. Und Tod bringt nur Tod. Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, bedarf es mehr als gedankenloses Handeln. Thumbnail. Ja, ein alter Bekannter. Nun, Artyom, ich habe hier schon zu lange geplaudert. Zeit zu gehen. Auf Wiedersehen. Wie auf Wiedersehen. Okay, ich dachte, er verschwindet jetzt irgendwie unheimlich oder so. So. Hier ist nicht viel Nützliches drin. Hauptsächlich Andeutungen. Immerhin der Weg zu D6. Dann ist das also unser Ziel. Bereit? Ich bin bereit, ich bin bereit. Nicht wieder Kreis drücken, Reflex. Nein, nicht wieder Kreis drücken. Ich bin bereit. Wie sieht es aus? Ullmann, ist alles bereit? Das Brennholz ist fertig. Wladimir, die Ausrüstung ist bereit. Cool. Und ihr Leute? Bereit. Dann steigt auf. Dann steigt auf. Und wir werden denen wahrscheinlich folgen, gehe ich mal ganz stark von aus. Vermute ich mal. Ich folge ihn einfach mal, der hat jetzt nichts gesagt, ja, aber ich folge ihn einfach mal. Mach's gut, Genghis Khan. Wir sehen uns irgendwann wieder. Tschüss. Nun, Artyom. Ich habe hier schon zu lange geplaudert. Zeit zu gehen. Mach's gut, Genghis Khan. Tschüss. So. Ich folge den anderen mal, weil haben wir ja nichts gesagt. Also, steigt auf. Mehr war da nicht. Ausgerüstet sind wir wieder vernünftig. Das heißt, wir können... Gut, 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 gut. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hollei, hollei, holloho. Weil diese Spinnenweben schon wieder... Ich hoffe nicht, dass ein großer Spinnengegner kommt. Ich... nein, bitte nicht.
Es ist das Verlies der alten Kirche. Rein! Rein! Dunkler Tunnel, klappernde Räder und der Geruch des Todes. So begann unsere Reise zu D6. Aber unser Ziel schien jetzt näher. Und so begann unsere Reise zu D6. Und unsere Reise zu D6, würde ich sagen, beginnen wir in der nächsten Folge. Es bleibt spannend. Bleibt mir weiterhin treu und wir sehen uns in einer weiteren Folge. Also macht's gut. Tschüss.